Check it, every day we getting it. Ayy, ayy, check it, put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fahre gerade von der Arbeit heim. Bist du verrückt geworden? Ich fahre natürlich nicht von der Arbeit heim. Also ich fahre natürlich nicht heim, sondern in die Krippe und hole meinen Mocki. Und danach fahren wir mal auf einen Kaffee zu meinen Eltern, weil ich meine Eltern bestimmt schon... Wann war denn das? An Nikolaus habe ich die das letzte Mal gesehen, aber da auch nur ganz kurz. Weil ich dann ja auf die Weihnachtsfeier musste von oder durfte von der Arbeit. Und genau, deswegen fahren wir auf einen Kaffee zu Oma Rosi und Opa Wolfgang. Und danach gehen wir noch ein bisschen einkaufen. Denn Flo und ich haben jetzt über die Weihnachtszeit und über die Silvesterzeit HelloFresh pausiert. Also momentan bekommen wir kein HelloFresh. Es ist ja auch ganz cool, dass man da so pausieren kann. Es geht erst wieder im Januar los oder weiter. Und deswegen muss ich unseren Kühlschrank auffüllen. Da ist wirklich echt wenig drinnen, dadurch, dass wir ja nie einkaufen gehen mussten. Genau, und deswegen gehe ich dann mit Luna ein bisschen auf die Schnärr. Und dann fahren wir nach Hause und ja, gucken mal, was dieser Mittwoch so in sich hat. Ich habe relativ gut geschlafen, endlich mal wieder. Und Luna kam auch erst in den frühen Morgenstunden wieder zu uns. Ins Schlafzimmer getapst, also ich würde mal so vom Zeitgefühl her schätzen, da war es vielleicht schon so 3 oder 4 Uhr und dann schlafen wir eh nur noch 3 oder 2 Stunden. Von daher geht es dann schon, als wenn sie die ganze Nacht mit im Bett liegt. Oh, genau. Von daher bin ich relativ gut drauf. Yes, und es war jetzt ein gut zu tun der Mittwochvormittag auf der Arbeit. Ich habe auch erst ein Glas Wasser getrunken, was natürlich viel zu wenig ist. Deswegen ja, werde ich bei meinen Eltern dann auch noch ein bisschen Wasser zischen. Mal gucken, vielleicht geht meine Mama mitgoggern. Die geht ja auch immer gerne so mitgoggern, wenn ich einfach nicht wirklich was zum Einkaufen habe, aber trotzdem einkaufen gehe. Oh, ja, und dann kommt Flo von der Arbeit nach Hause. Und irgendwas wollte der heute machen und ich wollte heute auch irgendwas machen. Ach so, ich muss heute unbedingt mit Luna das Haus absuchen. Weil ich habe jetzt festgestellt, dass sie mit den Spielsachen, die ich bei Spielzeugkiste bestellt habe oder halt da im Tauschpaket habe oder hatte, nicht mehr wirklich interessiert spielt. Also es ist jetzt doch an der Zeit, dass wir es zurückschicken. Das sind ja jetzt doch auch gut schon 3 Wochen, die Spielsachen bei uns. Und man merkt einfach, dass sie nicht mehr richtig damit spielt, indem sie die Sachen einfach ja umeinander schmeißt. Und deswegen packt man die heute ins Päckchen ein und dann kann ich das morgen nämlich gleich mit auf Arbeit nehmen. Und wenn es dann bei Spielzeugkiste quasi angekommen ist, kann ich eine neue Box raussuchen. Das erkläre ich euch aber später nochmal am Computer für alle Leute, die das interessiert. Weil, wie gesagt, ich finde es echt cool. Die Sachen würden jetzt bei uns zu Hause rumliegen und Luna spielt gar nicht mehr wirklich damit. Und so kann ich sie aber zurückgeben und sie kann sich wieder 3 neue spannende Sachen aussuchen. Also finde ich eben, ja, habe ich euch ja schon mal erzählt, ganz cool. Werde ich später nochmal was dazu sagen. Und das müssen wir auf jeden Fall machen. Und jetzt fehlen da Sachen. Also bei diesem Angelspiel fehlen ein paar kleine Trümmer. Und bei diesem Würfelraupending auch. Und die muss ich unbedingt suchen, weil ich finde es natürlich voll unangenehm, wenn ich die Sachen mit fehlenden Bestandteilen zurückschicken muss. Wobei das bei Spielzeugkiste halt kein Problem ist. Und das finde ich natürlich auch voll cool. Da muss man jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn da Sachen fehlen oder kaputt gehen. Trotzdem bekommt man quasi keine Rechnung dafür gestellt. Aber trotzdem möchte ich halt schauen, dass es so vollständig wie möglich ist. Ich glaube, es fehlen auch nur so 1 oder 2 Puzzleteile und 1 oder 2 so Glieder von dieser Würfelraupe da. Aber da muss ich trotzdem irgendwie mal ihre Spielsachen auf 8:30 drehen oder wie man das sagt, oder auf 11:30. Auf jeden Fall alles durchsuchen, dass ich das wieder bekomme. Und dass wir es dann eben schön retournieren können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon wieder 4,5 Minuten am Stück gelabert. Und jetzt hole ich meinen Mogi und dann fahren wir zu meinen Eltern und dann melden wir uns einfach später wieder. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem heutigen Video. Hello!
Gott, wir haben schon 3:30 beziehungsweise schon 4:20. Und ich fahre jetzt von meinen Eltern erst heim. Es war jetzt mal wieder dringend notwendig, sich anständig zu updaten und nicht immer nur so zwischen Tür und Angel zu labern. Und die Einkäufe haben wir auch erledigt. 89 Euro und das in der Norma. Ich war heute Norma gockern und hatte dann aber wieder eine Blitzidee, nämlich, dass ich schon Sachen kaufe für Weihnachten halt. Dann muss ich mich nächste Woche nämlich nicht so in dieses Hilfe, wir verhungern alle über die Feiertage schlagen. Deswegen bin ich jetzt schon mit den Nachspeisen safe. Also ich habe alle Zutaten, die ich für die Nachspeisen brauche. Und habe schon ein bisschen Getränke, also Cola und so halt gekauft. Und ein bisschen Wurst und Käse, was auch dann noch haltbar ist für die Weihnachtsfeiertage. Und jetzt fahre ich flugs mit Luna nach Hause. Und dann müssen wir erst meine neue Windel anziehen, glaube ich, oder? Ja, weil du jetzt bei der Oma auch so viel getrunken hast und Luna hat sich jetzt wieder quer durch das Beet von Oma und Opa gefuttert, von Mandarinen bis hin zu Bröckerli und was sie alles gefuttert hat. Ja. Bröckerli hast gegessen. Genau. Jetzt dämmert es auch schon. Ich denke, der Flo wird jetzt auch gleich nach Hause kommen und wir haben noch allerhand zu tun. Mein Bruder holt auch gerade seine Kids. Da hat die Oma und der Opa wieder Ruhe, wenn wir alle weg sind. Ja. Ja. Tschüss. Der ist ja lebensmüde, der Kerl. Heieiei. Ja, jetzt schlagen wir uns anscheinend durch den Feierabendverkehr. Aber die Ampel ist rot und wir können rausfahren. So. Und dann habe ich noch ein Weihnachtsgeschenk für Flo bei meinen Eltern geholt. Das habe ich auf meine Eltern adressieren lassen, dass der das nicht gleich sieht, wenn es zu uns nach Hause geliefert wird. Ja, jetzt fahren wir mal heim und dann muss ich diese Einkäufe reinschleppen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt alles noch so gebacken bekommen. Der Flo muss mir unbedingt noch was am Computer auch machen, weil heute Abend ein Video online kommt und ich habe noch kein Thumbnail und irgendwie spinnt da das Programm. Und da müssen wir dann auch noch schnell eins basteln. Dass ordnungsgemäß der Lumello-Vlog mit anständigem Thumbnail online kommt. Heiderzacken, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so lange bei der Oma bleiben, aber das war so schön. Und ich bin jetzt so aufgeheizt bei meinen Eltern. Schön, der Opa wieder den Kachelofen hochgefeuert. Ja. Es kann sein, dass mein Schal, dass ich den Wischplatz liegen lassen habe. Echt? Das ist natürlich blöd. Papi hat keinen Schal mehr. So, wir sind zu Hause. Und ich mache mir jetzt, glaube ich, nochmal einen Kaffee. Und halt, das ist ja nur hier. Genau, und das sind unsere Einkäufe. Die hat mir Flo jetzt mit reingeschleppt, weil natürlich, so wie es auch immer ist, sind wir heimgekommen und der Papi ist auch heimgekommen. Und dann hat der Flo mir das jetzt schön mit reingeschleppt. Und genau, ich weiß nicht, Food Hall, ja, nein, vielleicht. Sollen wir ein Food Hall machen? Ja? Also. Als erstes habe ich Geschenkpapier gekauft, zweimal in Kindermotiv und zweimal in Erwachsenenmotiv, also in schönem weihnachtlichen Muster. Da bin ich jetzt ausstaffiert für alle Geschenke, die ich habe, sowohl für Lunas Geschenke als auch für die das Christkind für die Kinder meines Bruders bringt. Gehobelten Parmesan habe ich mal mitgenommen. Da hatte ich jetzt irgendwie keine Lust auf ein Stück Parmesan, sondern den habe ich letztens mal schon mal gehabt. Der schmeckt ganz fein und ist halt eben gleich gehobelt. Zwei Packungen Serrano-Schinken zum Schnabulanzen für Heiligabend. Wir machen ja dann nach unserem Gängemenü zur späten Stunde noch so ein Käse- und Wurst. Buffet, Platten, keine Ahnung, auf jeden Fall halt schnabulanzen wir da dann noch abends ein bisschen rum. Deswegen habe ich auch eine Kolbasch für alle ungarischen Zuschauer von mir. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber es scheint eine etwas schärfere, kleine, runde, rote Salami zu sein. Die ist bestimmt total lecker. Eine Packung Trauben habe ich mitgenommen. Die werde ich gleich außen stehen lassen, dass ich die morgen früh nicht vergesse, denn die sind für Lunas Krippe. Da stand so heute wieder an der Tafel, dass sie Obst benötigen. Und dann habe ich die Erzieherinnen nochmal gefragt und die haben gesagt, ja, Trauben wären cool oder Mandarinen. Also habe ich dann Trauben und Mandarinen eingepackt. Zwei Säckchen Mandarinen, die andere fliegt noch in der anderen Tasche rum. Eins für zu Hause, weil Luna ja zurzeit auch gerne Mandarinen isst und eben einmal für die Krippe. Streukäse Emmentaler,
Mini-Gürkchen für die Brotzeit von Luna. Dann gab es so ein Geschenkeband-Set für 3,99 €. Das habe ich mitgenommen, weil da bin ich jetzt quasi auch vollkommen ausstaffiert, passend zu den Geschenkpapieren, die ich gekauft habe, wenn es dann um schöne Schleifen und so weiter geht. Das ist auch für unser Nachspeisen, was heißt Nachspeisen? Mitternachts-Snack-Buffet an Heiligabend oder halt zur späten Stunde. Brissot Aperitifs, da habe ich schon in der normalen Sorte 2 Stück letztens im Edeka mitgenommen und das war jetzt heute bei Norma im Angebot in der Sorte à la Lachs. Also es schmeckt ein bisschen so nach Frischkäse und Lachs, das schmeckt bestimmt auch total fein. Physalis habe ich mitgenommen, die waren runtergesetzt auf 79 Cent und ich mag Physalis total gerne und deswegen habe ich mal so eine kleine 100 Gramm Schale mitgenommen. Ich bin mal gespannt, ich will nämlich Luna auch mal probieren lassen, ob ihr die auch schmecken. Genau aus folgendem Schnabulanzgrund habe ich eine Präsident Meersalzbutter mitgenommen. Die gab es jetzt sogar in so einem weihnachtlichen Frühfesttage-Design. Die schmeckt uns auch ganz gut so auf ja, Weißbrot. Ich denke, wir werden dann halt eben noch Flit kaufen, also Baguette-Brötchen oder Baguettes, so Stangen. Und halt dann da schön den Abend ausklingen lassen mit Käse und Wein und Wurst und Baguette und so weiter. Geramont Snack, das fand ich voll cool. Das sind nämlich schon so kleine Stücke, also kann man das dann auch schön drapieren für die Gäste. Da habe ich 2 Packungen mitgenommen. Eine Packung Salami, aber die wird bis Weihnachten nicht überleben. Die wird Luna vorher schon futtern, sei es auf Brot oder sei es auch einfach so. Bio-Zitronen, aber nur weil sie runtergesetzt waren auf 99 Cent. Die machen mir aber noch einen total frischen Eindruck und Flo trinkt total gerne Wasser so mit Zitrone. Deswegen habe ich die mit reingepackt. Eine Süßrahmbutter, die brauche ich für meine Nachspeisen. 2 Packungen Salami-Sticksies und da muss ich sagen, wir hatten noch nie die von der Norma. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal 2 Packungen mitgenommen. Einmal in Klassik und einmal auch in so mediterraner Geschmacksrichtung wie beim Aldi. 8 Packungen Sahne habe ich mitgenommen und das brauche ich für meine Nachspeisen. Denn an Heiligabend wird es einmal ein Mousse-Schokolade geben, selbst gemacht von Steff und ein Spekulatius-Parfait und das mache ich auch selber und da braucht man ja Unmengen von Sahne und dann habe ich eben diese haltbare Schlagsahne mitgenommen. Eine Packung Tomaten, einfach für den ganz normalen Hausgebrauch der Lumelluhu-Bande. Dann habe ich eben für das Spekulatius-Parfait für Heiligabend eine Packung Gewürz-Spekulatius gebraucht. Das wird dann zerfrummelt, also so ganz klein gemacht und daraus wird eben das Parfait hergestellt. Eine Packung Wienerle, so rum. Auch die wird Heiligabend nicht erleben. Eine Flasche Billig-Balsamico-Essig, weil wir da keine mehr daheim hatten. Und wir essen ja viel Salat und haben eigentlich immer so teuren Balsamico, aber den verwenden wir natürlich sparsam. Deswegen brauchen wir auch immer noch so günstigen Parmesan-Balsamico-Essig. Ebenso wegen dem Nachspeisengrund eine Packung Hilfe. Vanillezucker, das brauche ich auch. Und ich habe zwar Vanillezucker daheim, aber ich glaube, ich brauche so viel, weil ich ja für 12 Erwachsene und 3 Kinder eine Nachspeise mache, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird, was ich da noch daheim habe. Dann habe ich 2 Packungen so Schokolebkuchen. Also diese Klassiker Herzchen, Brezel und Stern, einmal in dunkler und einmal in Vollmilchschokolade mitgenommen. Am Montag hat Luna in der Krippe Weihnachtsfeier, also vor den Ferien quasi Weihnachtsfeier. Und da mussten wir als Eltern halt ankreuzen, was wir mitbringen. Und ich habe halt gesagt, ich bringe so Lebkuchenzeug mit. Da wird dann halt so ein Buffet aufgebaut und jeder trinkt Glühwein und schnabuliert halt da rum. Und ja, da beteilige ich mich mit sowas. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tafeln. Zartbitterschokolade für mein Mousse-Schokolade. Also das wird aus einer dunklen Schokolade hergestellt. Also es wird so ein ganz dunkles Mousse-Schokolade werden. Einmal Chocolate Chips. Das will ich vielleicht so als Topping irgendwie auf die Nachspeise machen. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es Heiligabend überlebt, weil ich total gerne Chocolate Chips esse, wenn ich mal Schokolade esse. Und die haben mich heute in der Norma so angelacht. Also ich kann es nicht versprechen, ob die Deko werden oder ob die einfach in meinem Bauch landen. Und dann habe ich noch, das ist total wieder typisch Steff, ganz unten rein den Salat, völlig zusammengequetscht jetzt, 2-mal Bio-Mischsalat mitgenommen, aber auch nur, weil er runtergesetzt war. Flo und ich brauchen ja heute auch noch was zu essen und ich muss mal gucken, was ich uns dann so bastel. Eine Packung Wattestäbchen alias Q-Tips haben wir gebraucht, ganz dringend, da hatten wir keins mehr da. Bergkäse, den finde ich voll lecker von der Norma, den habe ich schon ewig nicht mehr gegessen, aber ich finde ihn wirklich auch besser wie den Bergkäse vom Aldi, muss ich sagen, geschmacklich. Der schmeckt richtig fein, auch der kommt auf das Schnabulanz, auf die Schnabulanzplatten an Heiligabend. Und zu guter Letzt gab's Strumpfhosen für 1,99 € das Stück und da habe ich Luna 2 mitgenommen mit Popomotiv Einhorn und mit Popomotiv Schaf. Wir brauchen einfach, oder ich habe eh nur 2 Strumpfhosen und sie ist ja doch auch ein Kleckeraffe. Und die sind jetzt 86,92 €, aber die erscheinen mir echt groß. Also ich hoffe, die gehen noch ein bisschen in der Waschmaschine ein
oder auch im Trockner, dass sie ihr dann optimal passen, weil ich schon, Luna, unter ihre Legging jetzt in der Jahreszeit immer eine Strumpfhose drunter ziehe. Ja, und das war's. Das waren die 89 Euro. Ein Sixpack Wasser habe ich noch mitgenommen von Frankenbrunnen, der ist auch immer ein bisschen teurer. Unmengen von Saft zum Frühstücken, also Orangensaft und Multivitaminsaft, das habe ich jetzt aber alles schon verräumt. Und ein Sixpack Cola für Oma Ute. Also nicht, dass ihr denkt, dass Oma Ute nur Cola trinkt, aber die trinkt halt unwahrscheinlich gern mal ein Glas Cola. Und weil wir hier mehrere Leute sind, hat vielleicht auch andere Leute Lust, Cola zu trinken. Normalerweise gibt es so Süßkram ja selten bei uns. Aber wenn die Saarländer sich ankündigen, muss Cola im Haus sein. Genau, und das war's. Das war der vorweihnachtliche Food Hall. Und ich muss echt sagen, dass ich jetzt schon viel besorgen konnte, was wir an Heiligabend brauchen. Ich bin mit meinen zwei Nachspeisen voll safe. Also ich muss dann nicht mehr nächste Woche in dieses blöde Getümmel der Leute gehen. Nur noch Sachen, die wir eben frisch kaufen müssen. Und dann kann man einfach in die Läden reinspringen, zubi, 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 und wieder rausspringen. Und da bin ich jetzt schon ein wenig entspannter, wenn es um Weihnachten geht. So. Oh, die Kuh, du dein Wasser trinken? Du tust ja schön spielen, mein Schatz, mit deinem Bauernhof, hä? Ich hab gefragt, das hat neun auf. Ich liebe den Bisschen, liebe Sonne. Liebe, liebe Sonne? Liebe, liebe Sonne. Das ist ein Latte rein. Liebe, liebe Sonne rein. Ey, prima! Super gemacht, Schatzi. Jetzt räume ich mal die Einkäufe weg. Der Flo ist außen, der baut noch die restlichen Sachen ab, die auf unserer Bodenplatte so rumfleuchen. Also diesen Garten, den er mir da gebaut hat, diese ganzen Paletten. Denn wir bekommen Anfang Januar unsere Garage! Ja! Und da freuen wir uns so ultra drüber. Erstens mal wirkt das Haus dann ja nochmal komplett anders, weil die Garage ja mit einem Flachdach schön mit unserem Haus verbunden wird. Also es sieht dann quasi nochmal irgendwie anders aus von der Form her. Und ich freue mich natürlich ultra, dass ich mein Auto in einer Garage parken kann, denn heute früh musste ich schon wieder kratzen. Luna findet es zwar total lustig, wenn ich kratze, ich nicht. Zeitmanagement völlig blöd, wenn man kratzen muss, und ja, ich bin so klein und dann an der vorderen Scheibe und da muss man sich immer so verbiegen. Es ist nicht so meins. Es ist schon sportliche Betätigung am frühen Morgen und ihr wisst ja, Sport ist Mord. Genau. Und so sieht es übrigens aus, wenn man einen Food Hall dreht. Völliges Bam. Wir gehen nicht das runter. Wir müssen jetzt das Wohnzimmer absuchen, dass wir noch die Teile von deinen Spielsachen finden, von der Spielzeugkiste. Und bei der Gelegenheit können wir dir schön aufräumen. Lass mal die Kamera stehen und helf der Mami jetzt mal. Schau mal her. Alle Sachen kommen jetzt in den Bauernhof, die in den Bauernhof gehören. Die Pflaster habe ich dir erst sauber gemacht und die schauen schon wieder aus wie Haribo. Du alter Wutzenhubi. So, komm. Jetzt tun wir erstmal aufräumen. Die Mama hat uns jetzt gerade was gesagt. Tu mal, tu mal die ganzen Sachen bitte in den Beinen rein. Danke. Hat der Papi repariert? Ja. Cool. Lieber Papi, yeah. Nein. Doch. Nein, wenn mein Bauch rot leuchtet. Ist das schön, der Pipo? Mit dem spielst du gerne, ne? Auf geht's. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, F, F, G, H, I, J, K, L, Y und Z. Und Ball. Hier, Gießkanne, nicht runterschmeißen, sonst gibt's jetzt Ärger. Das Luna auch. Super gemacht. Das ist doch nicht lila, blau. Mama ist dran. Blau. Nein. Po. Blau. Hast du den Spielschrank da? Hab ich schon geschaut. Ja. Ja. Für Mappe? Super. Super. Ich
Schöne Au. Ja. Und die Beschreibung, Deckel drauf und dann kommt es ins Paket. Und im Paket, da nehme ich jetzt natürlich ein anderes Paket, weil Flo in seinem ich muss Pakete zusammenreißen Ding das Spielzeugkistenpaket zusammengerissen hat, aber ich denke, das wird kein Problem sein. In dem Paket wartet dann schon diese Bilderstraße. Die war vollständig. Das Fischeangeln und die Fädelraupe, die kontrolliere ich jetzt nochmal auf Vollständigkeit. Das sind, glaube ich, pro Farbe immer 3. 1, 2. Das sind nur noch 2. Das sind 3. Das sind 3. Blau 3. Rot 3. Grün 3. Also ein lilanes, obwohl ich ein lilanes noch unter der Couch gefunden habe, ist jetzt auch weg. Aber ich habe es euch ja vorhin im Auto schon kurz erklärt. Ist es bei Spielzeugkiste überhaupt kein Problem, wenn die Sachen kaputt gehen oder eben fehlen. Trotzdem packe ich sie jetzt ein. Ihr müsst da nichts bezahlen, also ihr müsst da keinen Ersatz oder irgendwas bezahlen, sondern ihr schickt es einfach hin. Das heißt, ihr packt es eben wieder in ein Paket und hattet dann in der Kiste, als es bei euch ankam, schon einen Retourenschein mit dabei. Den klebt ihr dann außen drauf und hier wird es auch nochmal erklärt. Klebt den Gratis-Retourenschein auf die Kiste und bringt das Paket zur Post. Sobald ihr sie bei der Post abgegeben habt, schicken wir euch eure nächste Kiste zu. Und wenn der Retourenschein auch mal nicht auffindbar ist, kann man auch kurz eine E-Mail an info@meinespielzeugkiste.de schicken und die schicken euch dann einfach einen neuen Retourenschein hinzu. Und so ist es eben. Hinten drauf wird es dann nochmal erklärt. Liebe Stefanie, deine Spielzeuge sind angekommen. Was drinnen war im Paket? Und dann kann man eben so lange damit spielen, wie man will bei Spielzeugkiste. Anschließend, wenn es dann genug gespielt ist, so wie in dem Fall von Luna, dass sie nur noch Quatsch mit den Spielen auch macht, packt man sie wieder ein und schickt sie wieder zur Spielzeugkiste. Und ist eure Spielzeugkiste wieder bei uns angekommen, wird eure neue Kiste direkt gepackt und versandt. Und das machen wir jetzt. Ich schicke die morgen vor der Arbeit los. Dann wird die, morgen haben wir Donnerstag, Freitag, Samstag, keine Ahnung, am Montag. Auf jeden Fall wird dann ja vor Weihnachten oder vielleicht auch nach Weihnachten nochmal eine neue Spielzeugkiste bei uns eintrudeln. Das müssen wir mal gucken, ne? Weil an Weihnachten kriegt sie ja auch ultra viel zu spielen. Vielleicht machen wir es auch erst zwischen Weihnachten und Neujahr oder dann erst im neuen Jahr. Und dann bekommt Luna ihre nächste Spielzeugkiste zugeschickt. Ich habe es euch ja im Video voraus schon mal gesagt. Ich finde es einfach mega cool, weil gerade jetzt in dem Fall von den 3 Spielen, am Anfang waren die ultra spannend und jetzt sind sie eben nicht mehr so spannend. Hätte ich jetzt daheim 3 Spielzeuge rumfliegen, die mir ordentlich an Geld gekostet hätten. Und so kann ich sie einfach wieder ja quasi umtauschen in neues Spielzeug, die sie dann genauso wieder interessant findet. Und falls doch mal ein Spielzeug dabei sein sollte, wo sich euer Kind gar nicht mehr davon trennen kann, kann man das dann auch zu einem günstigeren Preis bei Spielzeugkiste abkaufen. Und wenn euch die Spielzeugkiste interessiert, dann guckt mal in die Infobox, da verlinke ich euch auch die Seite. Und außerdem gilt bei Spielzeugkiste auch noch mein Code, der jetzt hier auch mit rumgeflitzt ist im Bild. Mit dem Code LOMELLOU erhaltet ihr eure erste Spielzeugkiste gratis und noch ein kleines Geschenkchen obendrauf. Also wer es mal testen will, schaut bei Spielzeugkiste vorbei. Flo und ich sind immer noch total begeistert und ich denke, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ich will auch mal eine. Nein. Doch, bitte gib mir auch eine, wenn der Papa solche Mandarinen schält. Dann darf ich. Papi, kriege ich auch eine? So eine kleine. die sind fein. Mich haben heute auch so Orangen angelacht. Aber, ne? Aber dann habe ich mir gedacht, wir haben ja gar keine gescheite Orangenpresse. Machst du da vorne im Dunkeln? Komm mal hinter zu uns. Der ganz normale Familienwahnsinn.
Die sind jetzt da, mein Bruder mit Frau und Kindern. Full House. Und die zwei anderen streiten schon wieder, die zwei Großen. Ich nehme dir immer meine Sachen weg und jetzt mach's ich mal bei dir. Ja, und die ganzen Leute schreiben immer unter meine Videos, Fabian ist so ein lieber Junge. Montags schon, wenn der kleine Nervschwester nicht da ist, ne? So, Sternzeit ist 19.16 Uhr. Mein Bruder ist jetzt nach Hause gegangen mit seinen Kids und die Ali kam dann ja auch noch. Und Flo hat jetzt auch gesagt, da kannst du mir mal sagen, warum die zwei Mädels immer so aufgedreht sind, wenn die zusammen sind. Aber es ist wirklich so. Also hier schaut es jetzt aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und ich glaube, die hat auch eingeschlagen. Also sowas Aufgedrehtes wie die zwei habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es war jetzt auch so anstrengend, sich zu unterhalten. Hey, was machst denn du da? Mit deinem Beach? Wow, cool. Kannst du mein Briefmarken auch mitfahren, wenn du zur Post hast? Ja, die Post ist ja gegenüber von meiner Arbeit. Also, ich kam aus dem Auto raus. Ja. Ja, jedenfalls hat unser Tag jetzt schon wieder ein Ende. Ich räume mit Luna hier noch ihre Spielsachen auf. Dann machen wir eine Milli und dann kuscheln wir uns ins Bett, weil es ist schon spät und du bist auch schon ganz schön müde, mein Schatz. Und dann hat dieser Mittwoch auch schon wieder ein Ende und morgen gehe ich wieder 8 Stunden arbeiten. Und ich sag's euch, die Zeit vergeht einfach wie im Fluge. Es ist echt der Hammer. Also ich habe heute auch beim Einkaufen viele meiner alten Kunden oder so getroffen, die dann auch gesagt haben, ach Gott, ihr Kleine ist jetzt schon wieder so groß. Und ja, es stimmt, die ist 2 Jahre alt. Aber wenn man sich immer bedenke, so, oh, jetzt ist Sonntag und oh, dann ist schon wieder Freitag. Die Wochen fliegen einfach nur so dahin. Ich denke, es geht nicht nur mir so. Echt absoluter Hammer. Es kommt mir vor wie gestern, als wir ins Saarland gefahren sind. Aber es ist bald schon wieder eine Woche her. Also, naja, verrückte Welt. Jedenfalls hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Und ihr guckt beim nächsten Video auch wieder mit rein. Magst du auch noch mit Tschüss sagen? Und bis dahin sagen wir wie immer Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Schokolade. Eins. Eher wieder der. Keep the back.